Sepp, was machst du? Heute lange Version gekochter Schulterspitz. Rindfleisch, eines der wenigen wirklich typischen österreichischen Küche. Es kommt aus der K&K-Zeit. Gekochter Tafelspitz kommt vom Kaiser Franz Josef, der hat ihn geliebt. Das ist einfach, daraus gewinnen wir unsere Rindsuppe. Folgendes, das ist eine Suppe. Die schaut jetzt nur so aus, weil da hat sich das Kalk gebildet. Wir haben den nämlich da 19 Härtegrad, würde ich nicht sagen. Das ist ein Schulterspitz, der ist vom Schulterblatt innen vom Rindfleisch. Eins der schönsten Dinge, weil es so schön, weil es nicht trocken wird. Hat in der Mitte ein Fass und lege in ein ungesalzenes, und das ist ganz wichtig, ungesalzenes Wasser. Würde das Wasser schon gesalzen sein, würde das Fleisch außen rot werden. Das Ganze lasse ich jetzt da kocht, schau, wie die Wäsche. Achtung, 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 Paul Liewitsch, jetzt kommen die dunklen Zwiebeln, eine für die Rindsuppe. Dann kommen Sellerieschalen, weil wir verwerten ja alles, da Karottenschalen, Zwiebel, alles dieses sogenannte Mirepoix, kommt da rein, nicht zu viel Karotten, weil sonst wird es zierst die Suppen. So, das tun wir alles hinein. Jetzt kocht es noch immer wie die Wäsche. Jetzt gießen wir noch einmal auf. Das Wasser kocht innen. Und dann lassen wir es 4 Stunden lang blubbern. Okay? Bup, 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 bup. Würzen tun wir es noch nicht, erst ganz zum Schluss. Was wir noch hineingeben, ist das sogenannte Bouquet Garni. In eine gute Suppe gehört hinein noch ein Knoblauch in der Schale, ein Lorbeer, ein Wacholder und ein Pfefferkernel. Wenn ihr zu Hause habt ein Liebstöckel, das sogenannte Magikraut, ist das Magikraut auch hervorragend dazu. Da ein, 2 Lorbeerblätter. Das ist Muskat gemahlen. Pfefferkernel. Und Wacholder. Das Ganze geben wir da hinein und lassen wir jetzt dann circa 2 Stunden lang köcheln. Cut! Na, 2 Stunden lang köcheln. Danach zeigen wir euch Schnittlauchsoße, Rahmspinat und Erdäpfelgrästel dazu. Und natürlich ein Apfelgrän. Wie mache ich zum Beispiel Apfelgrän, dass er nicht braun wird? Ohohoho! Kochschule Schillern geht weiter! Nur ein kurzer Einflug. Wenn die Suppe so pluppert, kannst du dorthin schauen, so ist es richtig. Stärker soll eine Rindsuppe nie kochen, sonst wird die Suppe trüb. Die wird ganz klar. Da bilden sie nicht einmal gescheit Fettrandl oder sonst irgendwas. Das ist ideal. So sollte die Rindsuppe den ganzen Tag sein. Okay, jetzt gehen wir da noch. Danach können wir können auch Hühnerschalen hinein, Eierschalen hineinwerfen oder so. Das klärt die Suppe. Was Suppe auch von trüb wieder ins Klare bringt, sind Tomaten, Eierschalen oder sonst irgendwas. Okay? So, jetzt haben wir das gekochte Rindfleisch 2,5 Stunden circa kochen lassen. Wie merke ich, dass es. Ui, Scheiße. Wie merke ich, dass was fertig ist, was durch ist, wenn das Fleisch von der Gabel sich löst? Siehst du das? Schau her, du musst schon noch eine, du musst schon was verstehen. Da rutscht es aber. Das ist fertig. Jetzt gehen wir zuerst das Fleisch raus. Das legen wir dann kalt ein, weil wir brauchen es nicht gleich. Wir brauchen heute nicht alles auf einmal. Aber das muss dann in ein gesalzenes Wasser gelegt werden. Wie wir wissen, haben wir die Suppe, da haben wir noch ein Stückchen, die Suppe nicht gewürzt. Jetzt müssen wir die Suppe abschmecken mit Muskat. Ich liebe Muskat, habe ich das schon gesagt. Und Salz. Okay. Es müssen ungefähr
Jetzt der fertige Suppensee. Ein bisschen Salz vertragt es, aber ich tue noch nicht alles rein. Wir brauchen dazu gereste Erdäpfel, Apfelkrähen und einen Rahmspinat. Wie machen wir Apfelkrähen? Apfelkrähen, okay. Täglich ein ganz teurer Tipp vom Sepp. Apfelkrähen. Da nehmen wir unsere Suppen her, dann werden wir den Apfel schälen, wie wir ihn jetzt geschält haben, und kochen den Apfel in dieser Suppe drinnen. Natürlich nicht im ganzen Hefen, in dieser Suppe. Dann wird die Suppe wieder weggeladen und dann wird der Apfel gemixt und der Krähen eine Creme und der Apfelkrähen bleibt immer ein Apfelkrähen, also er bleibt immer hell. Sonst wird der Apfel, ja, weil keine Säure drinnen ist, braun. Jetzt haben wir jetzt da wach kochen. Max, was machst du soweit? Wir machen derweil einen Cremespinat, beziehungsweise zuerst starten wir mit einer Bechamel. Eine Bechamel, da brauchen wir Butter, ein bisschen mehr, weil wir brauchen eine Möhre dazu. Die zerlassen wir jetzt einmal, die Butter. Dann haben wir da Zwiebel und Knoblauch. Das geben wir da dazu. Das schwitzen wir leicht an. Dann geben wir mal Power. Wir brauchen Mehl und wir brauchen Milch. Wichtig ist, die Butter, die Bechamel, die wir hier schon fertig haben, die haben wir immer fertig. Die braucht man für Lasagne, die braucht man eventuell für Suppen oder sonst irgendwie. Aber wichtig ist, ein Bechamel ist nicht ein Bechamel. Weil ich kann schon Butter und Mehl mixen. Aber der Max hat es völlig richtig gemacht. Nämlich, er schaut, dass er einen Geschmack reinkriegt mit Zwiebeln und Knoblauch. So, das lassen wir jetzt ein bisschen anschwitzen. Dann werden wir mit dem Mehl stauben und mit der Milch aufgießen. Ein kleiner Lifehack ist, wenn ihr die Milch, zum Beispiel einen Kombidämpfer oder so daheim habt, könnt ihr die Milch schon erwärmen, weil wenn das nachher warm ist, dann geht das einfach alles schneller und euch brennt die Bechamel nicht an. Cool. Hey, Alter. Hey. Ja? Geil. Kann man das auch machen im Mikro? Die Milch warm machen? Ja. Also die Milch muss warm sein. Ah, ja. Verstehe. Coole Sache. Coole Sache. Weil da braucht man nicht nebenstehen, die ist noch gleich fertig. Eine coole Sache. Das machen wir. Manche machen es nach Rezept, ich mache es nach Gefühl. Wir machen alles nach Gefühl. Wir sind Gefühlsköche. Ja. Kochen macht sexy. Man sieht es eh, schaut es euch an. Zwei Prinzen in der Küche. Ja. So, jetzt haben wir da mit Mehl gestaubt. Jetzt tun wir da eine kleine Milch dazu. So, halber Liter. Und das lassen wir jetzt einfach aufkochen. Und da geben wir gleich ein bisschen Salz dazu, ein bisschen Muskat für den Geschmack. Wieder? Jeder, wie er will. Weißt du, dann bitte schneiden, gell? Das lassen wir da kochen. Und jetzt machen wir nebenbei gleich einen Cremespinat. Und dafür brauchen wir die fertige Bechamel, was wir da haben. Kalt, wichtig. Weil wenn ihr den Spinat in den heißen, in die heiße Bechamel reintut, dann wird euch das grau. Oder, ja, beides, beide Komponenten hier, der Spinat und die Bechamel müssen die gleiche Temperatur, die gleiche kalte Temperatur haben. Machen wir hier den Apfel auch schon dran? Machen wir. Ihr könnt einen Cremespinat hernehmen, ihr könnt aber einen ganz normalen, frischen Spinat hernehmen und durch die
durch die Bechamelzirchen, aber Cremespinat ist immer geiler. Und gehört eigentlich auch zu dem Gericht. Aber jeder wieder will. Ist auch ganz geil mit. Siehst du, da sind wir jetzt schon ein bisschen zu dick unterwegs. Dann gehen wir einfach her und dann noch ein bisschen Milch dazu, dass wir das wieder ausgleichen. Und fertig ist es. Fertig ist die Geschichte. So, Bechamel haben wir. Jetzt geht es weiter mit dem Cremespinat. Da muss man immer ganz vorsichtig schauen, dass uns das auch nicht anbrennt. Das ist ganz wichtig. Sonst schmeckt das alles ziemlich beschissen. Mal kosten. Da haben wir noch Salz und Muskat. Muskat immer ganz wichtig bei so einem Cremespinat, finde ich. Das wird hier zu Spinat. Da braucht man jetzt nicht mehr zuschauen. Wir müssen Zeit gewinnen. Bei mir sind die Äpfel schon langsam wach. Siehst du das? Für den Apfelgren. Dann haben wir uns jetzt die Äpfel aus. Ein bisschen Flüssigkeit rein. Salzen. Nur ein Spritzer wegen der Säure, Zitronensaft rein und Sahne. Und dann reiben wir eben. Wo haben wir denn einen Grain? Vorne unter dem Bass. Vorne unter dem Bass. Und die Grainreibe. Da. Da muss er nicht lang gezogen sein, sondern kurz. Das heißt so wie ein Würfelstamm. Wenn ich ihn lang haben will, ziehe ich ihn nur. So ist er länger, so ist er kürzer. So wie der Grieben. Auf für neue, auf für neue, auf für neue. So. Mischen wir da rein. Apfelgren, fertig. Schau, bleibt jetzt immer in der gleichen Farbe. Was ihr da lernt, das ist ein Wahnsinn. Machst du gleich die Erdäpfel auch, die Erdäpfel? Jetzt haben wir das und das. Jetzt, ich habe auf die Uhr schauen vergessen, wegen unserer Eier. Was tun wir da? Jetzt haben wir bei unseren Eier. Die drei Eier sind schon hart, 10 Minuten gekocht. Hoffe ich halt. Mal schauen. Kalt abschrecken. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, glaube ich, unserer Zuseherinnen und Zuseher. Wie schäle ich ein Ei? Andere machen es so, dass es ganz schnell schön. Aber für diese Schnittlauchsauce, beide Soßen sind ganz wichtig. Was ich zum Beispiel hasse, was ich hasse,
where heater bin, ist ein Semigrin. Das ist echt eine Unart. Das ist, wenn ich zum RF machen auch noch zu faul bin. So, da tun wir jetzt das schön trennen. Siehst du, da von gekochten weichen harten Ei. Weiß. Das wird jetzt durch die Nase rein. Cool. Komm sofort, bin gleich da bei dir. Bin gleich da. Mach ein Video von dir selber. Die Küche ist was Schönes, gell? Das tun wir da durchdrücken. Das ist das Dotter, das Eigelb für die Schnittlauchsauce. Salz. Dann tun wir das ganz fein hacken. Hast du einen Schlagrahmen bei dir drüben? Nein. Ha? Holst du mal an. Ist das alles? Ja. Danke. Darf ich noch einen Kaffee haben, bitte? Die Suppe kann man dann abseihen. Die da? Ja. Die Suppe ist fertig. Gut. Jetzt brauchen wir. Da nehmen wir uns das mit einem Löffel, Schlagrahmen auf. Darf ich noch einen Cappuccino haben, bitte? Ja. Salz. Und Schnittlauch dazu. Und einen Schuss Essig. Originalen Schnittlauchsauce. Und jetzt kommt das Fleisch. Hast du die Erdäpfel schon fertig? Bitte fertig machen. Jetzt zeige ich euch, warum das das beste Fleischstück ist. Wieso? Was ist mit dem da, Dieter? Das muss man auch alles schneiden. Das muss man mit dem Pein schneiden. Ja, das, aber das kann ich nicht wegschmeißen. Nein, das ist nicht weg. Ja. Ja, ja, bitte. Von der anderen Seite. Schau her. Siehst du das? Das ist diese Faserung, von der ich jetzt erst gesprochen habe. Das hält das Fleisch wahnsinnig.
schön und dick, dicht. Bisschen Salz drüber. Dann schauen wir noch. Gemüse haben wir keins, damit das mal überbleibt. Aber der Maxi tut jetzt da noch da haben wir den Spinat extra. Wurzelgemüse extra und ein bisschen Suppen rundherum. Kartoffeln bitte. Ja. Wunderschön. Ein bisschen Butter, ein bisschen Kümmel ist da drinnen, ein bisschen Zwiebel. Sechs es. Das ist die Krönung von Tafelspitz, Schulterspitz. Gell? Ist ein Traum. Schau, wie schön der Apfelgrün ist. Das Beste. So, fertig!